zusammen. Du möchtest den Jakobsweg gehen und hast aber Angst, ihn alleine zu gehen? In diesem Video möchte ich dir ein paar Vorteile des Alleinepilgerns aufzeigen. Es ist wirklich eine sehr bereichernde Erfahrung und ich kann dich darin bestärken, dieses Abenteuer alleine anzugehen. Wenn dir das Video gefällt, gib mir gerne einen Daumen nach oben und natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst oder dieses Video mit Freunden teilst. Du träumst schon länger vom Jakobsweg und hast keine Begleitung? Das ist überhaupt nicht schlimm. Denn wenn du den Jakobsweg alleine gehst, wirst du über dich hinauswachsen. Du wirst dich viel besser kennenlernen und kannst auch den Fokus mal nur auf dich richten. Denn im stressigen Alltag richtet man seine Bedürfnisse doch oft an denen der anderen aus. Und das ist deine Chance, mal nur auf dich zu achten. Ich bin selbst allein bereits durch Südamerika gereist oder habe auch den Camino Portugués de la Costa allein bestritten und für mich war beides eine sehr bereichernde Erfahrung. Wenn du jemanden erzählst, dass du den Jakobsweg alleine gehen willst, wirst du auf einige Vorurteile stoßen. Du wirst zum Beispiel gefragt, ob du denn keine Freunde hast, die dich begleiten können oder ob du dich alleine nicht einsam fühlst. Des Weiteren kommen oft Fragen, ob es nicht anstrengend ist, den ganzen Tag zu gehen oder sich mit anderen die Unterkunft in den Schlafzellen zu teilen. Ich kann dich nur darin bekräftigen, geh dieses Abenteuer alleine an. Ich bin selbst schon viel allein gereist und als ich zum Beispiel allein in Südamerika war, war das eine so bereichernde Erfahrung und es war die beste Zeit meines Lebens. Auch damals hatte ich mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Mir wurde gesagt, dass es als Frau allein viel zu gefährlich sei oder dass ich ausgeraubt würde. Aber nichts davon hat sich bestätigt. Wie gesagt, es war die beste Zeit meines Lebens. Und als ich dann letztes Jahr den Jakobsweg alleine gegangen bin, hat sich das nochmal bestätigt. Der erste Punkt, den ich dir erläutern möchte, ist die Freiheit, dein eigenes Tempo zu wählen. Ich hatte das kurz in meinem Video über die Anfängerfragen zum Jakobsweg schon einmal angesprochen. Und das Gute ist, wenn du alleine gehst, du kannst dein Tempo selbst bestimmen. Wenn du mit jemandem zusammen pilgerst, musst du dein Tempo anpassen. Jeder hat eine andere Laufgeschwindigkeit. Der eine ist zügiger unterwegs und der andere langsamer. So kann es dazu führen, dass wenn du zum Beispiel schneller als deine Wohlfühlgeschwindigkeit gehst, dass du Seitenstechen bekommst oder dass die Beine anfangen zu schmerzen. Und gerade bei diesen langen Distanzen, die du auf dem Jakobsweg täglich bewältigen willst oder musst, kann das sehr anstrengend sein und kräfteraubend. So ist es schön, wenn man wirklich in seine Wohlfühlgeschwindigkeit gehen kann. Des Weiteren kannst du dann auch Pausen einplanen, wenn dir danach ist und du musst dich nicht erst abstimmen. Oder wenn du ein Foto machen willst, musst du dich ebenfalls nicht abstimmen, sondern kannst einfach stehen bleiben, das Foto machen, vielleicht noch die Aussicht genießen und dann gemütlich weiterlaufen und musst nicht dem anderen oder der Gruppe hinterherhetzen. Des Weiteren ist es auch so, dass du dich an manchen Tagen vielleicht gar nicht so fit fühlst und lieber eine kürzere Etappe gehen willst. Auch hier musst du dich beim Alleinepilgern nicht abstimmen, sondern kannst deine Etappenlänge frei entscheiden und an deine Bedürfnisse anpassen. Als nächstes möchte ich dir erklären, warum es sich lohnt, deine Komfortzone zu verlassen. Natürlich hast du Ängste, den Jakobsweg alleine zu gehen und das ist auch recht und gut. Aber wenn du deine Komfortzone verlässt und dich traust, wirst du mutiger. Du erlangst mehr Selbstbewusstsein und auch im Alltag wird es dir immer leichter fallen, flexibler auf ungeplante Situationen zu reagieren und dich auf neue Begebenheiten einzulassen. Du wirst viel daraus mitnehmen und auch im Alltag sehr davon profitieren. Ein weiterer Vorteil ist es, dass du alte Muster durchbrechen kannst und nach deinen Bedürfnissen lernst zu handeln. Wenn du meinen Reiseblog schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich seit geraumer Zeit an Depressionen leide, die unter anderem von der Überangepasstheit kommen. Im Alltag passe ich mich zu oft an die anderen an und stelle meine Bedürfnisse in den Hintergrund. Wenn ich jedoch alleine unterwegs bin, dann kann ich wirklich auf meine Bedürfnisse hören und diese auch wahrnehmen. Und ich denke, dass es dir genauso gehen wird, dass
es dir einfach gut tut, mal deine Bedürfnisse wahrzunehmen und danach zu handeln. Und vielleicht kannst du das dann auch in deinen Alltag übertragen. Es sind nicht nur deine Bedürfnisse, die du besser wahrnimmst, du lernst dich auch selbst besser kennen und kannst eine tiefere Verbindung zu dir selbst aufbauen. Gerade wenn du längere Strecken alleine gehst, hast du die Möglichkeit, über deine Wünsche und Träume nachzudenken. Was möchte ich eigentlich im Leben? Und möchte ich etwas verändern? Du hast hier wirklich die Möglichkeit, ungestört deinen Gedanken nachzuhängen. Und der Vorteil ist, dass beim Laufen die Gedanken besser fließen. So geht es bei mir zumindest. Wenn ich einen vollen Kopf habe, mache ich gerne einmal einen längeren Spaziergang, um mir über mein Gedankenchaos im Klaren zu werden. Und der Jakobsweg bietet dazu ausreichend Möglichkeit. Du kannst wirklich viel über dich selbst lernen. Bei Abschnitten, die du alleine pilgerst, hast du auch die Möglichkeit, die Schönheit der Natur voll in dich aufzusaugen. Du wirst nicht durch Gespräche abgelenkt und kannst deinen Fokus wirklich in die Natur richten. Und du wirst feststellen, dass du viele Details wahrnimmst, die du im Alltag vielleicht gar nicht mehr wahrnimmst. Du wirst dadurch achtsamer und kannst die Schönheit der Natur mehr schätzen. Alleine sein heißt nicht, dass man einsam ist. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Alleine sein und Einsamkeit. Und zwar, wenn du alleine bist, heißt das lediglich, dass du nicht von Menschen umgeben bist. Einsamkeit ist jedoch ein Defizit, es ist ein Mangel. Und du kannst dich auch einsam fühlen, wenn du von den falschen Leuten umgeben bist. Wenn sie dir zum Beispiel nicht die Wertschätzung oder das Interesse zeigen, das du eigentlich gerne von ihnen hättest, dann fühlst du dich einsam. Bei mir kam beim Reisen das Gefühl von Einsamkeit ehrlich gesagt eher selten auf. Wenn ich mich jedoch einmal einsam gefühlt habe, gibt es folgende Tipps, die gegen die Einsamkeit helfen. Als erstes solltest du darüber nachdenken, warum fühlst du dich jetzt einsam? Geh in das Gefühl hinein und überlege, woran es gerade mangelt. Als nächstes kannst du auf dem Jakobsweg Kontakte knüpfen. Dann bist du nicht mehr allein und wahrscheinlich auch nicht mehr einsam. Und der Jakobsweg bietet unzählige Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme, wie ich dir nachfolgend noch erläutern werde. Des Weiteren hast du natürlich auch die Möglichkeit, deine Freunde und Familie zu Hause zu kontaktieren und ein Gespräch zu suchen. Im modernen Zeitalter der Technik ist das ja zum Glück kein Problem mehr. Wenn du mit jemandem gemeinsam auf dem Jakobsweg bist, ist es schwerer, neue Kontakte zu knüpfen. Denn oftmals ist man so in das Gespräch vertieft, dass man die Kontaktmöglichkeiten gar nicht so wahrnimmt. Wenn du jedoch alleine pilgerst, wirst du sehen, wie leicht sich hier Gespräche ergeben. Aus dem häufigen Pilgergruß Buen Camino ergeben sich nette Gespräche über den bisherigen Weg und wie es einem so ergangen ist. Die Pilger sind wirklich sehr aufgeschlossen und da die meisten auch alleine unterwegs sind, sind sie sehr kontaktfreudig und ebenfalls froh über eine Unterhaltung. Wenn du dich also alleine oder einsam fühlst auf dem Jakobsweg, wirst du immer wieder Gesprächspartner finden, die dich ein Stück begleiten. Und oftmals kommt man auch abends in geselliger Runde bei einem Abendessen zusammen. Ich habe auf dem Jakobsweg wirklich tolle Freundschaften geknüpft und mit manchen bin ich auch jetzt ein Jahr später noch in Kontakt. Es kann sogar passieren, dass dir die Gespräche auf dem Jakobsweg einmal zu viel werden. Aber auch das ist nicht schlimm, denn die meisten Pilger kennen das und haben dafür Verständnis. Also wenn du ein bisschen alleine sein willst und in deinen Gedanken nachhängen, dann kommuniziere einfach offen, dass du ein Stück alleine laufen willst und dass man vielleicht später noch einmal ein bisschen quatschen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Ein weiterer Vorteil des Alleinepilgerns ist, dass du es lernst, Sprachbarrieren zu überwinden. Wenn du mit jemandem zusammen unterwegs bist, der Fremdsprachen besser beherrscht, also zum Beispiel perfektes Englisch oder auch Spanisch spricht, wirst du dich in der Kommunikation häufig auf diese Person verlassen. Wenn du jedoch alleine unterwegs bist, musst du es selber versuchen oder wirst du es auch selber versuchen. Und dadurch lernst du, dass man sich auch mit Händen und Füßen verständigen kann und dass eine Verständigung
eigentlich immer möglich ist und du wirst deine Sprachkenntnisse auch relativ schnell erweitern. Ich hatte auf dem Camino Portugies den Italiener Pino kennengelernt und er sprach ein bisschen Spanisch und Englisch, was ich auch beides konnte. Jedoch waren seine Sprachkenntnisse bei weitem weniger als meine. Dennoch haben wir uns sehr gut verständigen können. Es hat einfach funktioniert. In einem bunten Mix aus Spanisch und Englisch. Und manchmal hat er auch das italienische Wort gesagt und ich habe versucht, daraus abzuleiten, was er mir gerade sagen wollte. Wir hatten eine wirklich gute Zeit und zum Abschluss der Tagesetappe hat er mich sogar noch zum Essen eingeladen. Ein gutes Beispiel, wie schnell man seine Sprachkenntnisse erweitern kann, ist auch meine Südamerika-Reise. Für Brasilien musste ich Portugiesisch lernen und für Argentinien Spanisch. Und da in beiden Ländern kaum jemand Englisch gesprochen hat, habe ich in kürzester Zeit mir die Grundkenntnisse angeeignet, da ich es einfach versuchen musste. Es ging nicht anders, also bin ich ins kalte Wasser gesprungen und habe versucht, mich zu verständigen. Und nach kürzester Zeit konnte ich all meine alltäglichen Bedürfnisse erfüllen. Es war überhaupt kein Problem. Sogar Smalltalk war möglich. Und ich denke, dass es dir auf dem Jakobsweg ähnlich gehen wird. Egal, ob dein Englisch eingerostet ist oder du kein Spanisch sprichst, wenn du dich bemühst, eine neue Sprache zu lernen und dich herantastest, wirst du sehr schnell Fortschritte machen. Wenn du für deinen Jakobsweg deine Englischkenntnisse aufbessern willst oder ein paar Worte Spanisch lernen willst, kann ich dir auch die App von Babbel empfehlen. Damit kann man spielerisch leicht eine neue Sprache lernen und macht sehr schnell Fortschritte. Den Link zu Babbel verlinke ich dir in der Beschreibung. Gerade wenn du alleine auf dem Jakobsweg unterwegs bist, wirst du feststellen, wie einfach es ist, im Hier und Jetzt zu sein. Dein Tagesablauf ist sehr einfach gestrickt. Deine Aufgaben bestehen lediglich auf Rucksack packen, essen, schlafen, laufen, Wäsche waschen und die nächste Etappe planen. Du hast keine endlose To-Do-Liste abzuarbeiten und kannst dich voll in den Moment einlassen und auf den Moment konzentrieren. Deswegen ist es einfach, im Hier und Jetzt zu sein und dich auch vom stressigen Alltag zu regenerieren. Vielleicht kannst du dadurch auch etwas mit in deinen Alltag hineinnehmen und lernst Strategien, auch im Alltag mehr im Hier und Jetzt zu sein und achtsamer zu sein. Ich hoffe, ich konnte dir deine Ängste vor dem Alleinepilgern ein bisschen nehmen. Es ist wirklich gut, manchmal einfach seine Komfortzone zu verlassen und Neues zu wagen. Trau dich und stürze dich ins Abenteuer Jakobsweg. Nachfolgend möchte ich dennoch noch ein paar Vorteile des gemeinsamen Pilgerns aufzeigen, denn das hat ebenfalls seine Vorteile, wobei ich es priorisiere, den Jakobsweg alleine zu gehen. Der erste Vorteil des gemeinsamen Pilgerns ist, dass wenn du nicht in den Herbergen mit fremden Leuten schlafen willst, die Unterkunft etwas günstiger kommst, wenn du dir das Zimmer mit deinem Pilgerpartner teilst. Als nächstes ist zu erwähnen, dass du natürlich eine Vertrauensperson dabei hast, mit der du Sorgen, Ängste und Befürchtungen oder Probleme teilen kannst. Diese Person kennt dich natürlich viel besser als ein fremder Pilger und so fällt ein Austausch viel leichter. Vielleicht kannst du auch die Erfahrungen der anderen Person nutzen. Egal, ob es die Sprachbarriere ist oder vielleicht die vorhandene Erfahrung auf dem Jakobsweg. Du kannst von der Erfahrung deiner Pilgerbegleitung natürlich auch profitieren. Jedoch lernst du dadurch nicht so viel selbst. Aber es wäre einfacher. Ein weiterer Vorteil des gemeinsamen Pilgern ist natürlich, dass ihr euch gegenseitig motivieren könnt. Jeder hat einmal einen Durchhänger und da ist es gut, wenn man sich gegenseitig dazu motivieren kann, durchzuhalten. Sei es der schmerzende Rücken durch den schweren Rucksack, die Blasen an den Füßen oder sonstige Wehwehchen. Ihr könnt euch gegenseitig motivieren, durchzuhalten. Hier ist jedoch auch zu erwähnen, dass du diese Unterstützung auch oft bei anderen Pilgern findest. So ist es jedenfalls bei mir gewesen.
Auch die Planung des Jakobswegs kann gemeinsam natürlich einfacher sein. Ihr könnt entweder komplett gemeinsam planen oder die Aufgaben aufteilen und jeder übernimmt einen Teilbereich der Planung. Dies ist eine Arbeitsersparnis. Den größten Vorteil des gemeinsamen Pilgerns sehe ich darin, dass ihr danach gemeinsam in Erinnerungen schwelgen könnt. Das ist etwas, was mir manchmal fehlt. Denn ich habe meine Reisen fast immer alleine gemacht und andere Personen können an diesen Reisen nicht anknüpfen, da sie selbst nicht mit dabei waren. Hast du die Pilgerreise jedoch mit jemandem gemeinsam unternommen, könnt ihr abends zusammensitzen nach dem Jakobsweg und die Erlebnisse wieder aufleben lassen. Und das ist natürlich ganz toll, weil man so nochmal ganz anders in die Erinnerungen eintauchen kann. Hast du noch irgendwelche Fragen zum Solo-Pilgern? Wenn ja, hinterlasse mir gerne einen Kommentar und ich werde ihn beantworten. Egal, wie du dich entscheidest, den Jakobsweg zu bestreiten, der Jakobsweg ist eine Erfahrung fürs Leben. Trau dich und stürz dich ins Abenteuer. Du wirst es sicher nicht bereuen. Wenn dir mein Video über das Solo-Pilgern gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Des Weiteren freue ich mich natürlich, wenn du das Video mit Freunden teilst, die sich ebenfalls für den Jakobsweg interessieren. Ich wünsche dir viel Spaß auf deinem Camino und die Planung dafür. Ich werde auch noch weitere Videos zum Thema Jakobsweg veröffentlichen, um dir die Planung zu erleichtern. Nun wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao!